Hammer. Zack, hast du das Gefühl, du hast zu viele Kugeln, aber nicht genug Geld? Das ist ein Ammo-Automat. Das kann ich bei dir holen. Hier gibt's Medikits und Schilde. Oh, Schilde. Aber so viel Geld habe ich nicht. Angebot des Tages. Ladegeschwindigkeit, Alter. Wie lange die brauchen zum Laden. Dafür ist man aber natürlich mehr geschützt, ne? Aber... Ah, wir haben fast das Geld dafür. Komm jederzeit wieder vorbei. Noch ein Shop. Waffenshop vielleicht diesmal. Hier geht's nicht auf. Ah, hier ist der Waffenshop. Natürlich. Waffen, Waffen, Waffen. Oh, nein. Ich kaufe immer Waffen an, die du nicht mehr brauchst. Ja. Nichts Gutes gefunden? Meine Waffenautomaten schaffen Abhilfe. Die springen kann, what the fuck? So, gehen wir mal durch das Tor, was ich hier geöffnet habe. Claptrap wartet schon. Ja, ich weiß. Oh, diese Brettchen sind eklig. Und? Wie war dein Tag schon, hm? Wir haben nicht viel geredet, seit ich dich abkratzen lassen wollte. Hey, du glaubst, du frierst dich dort draußen zu Tode? Hm, eher nicht, hm? Vorher kriegen dich die Banditen. Mein Tag? Hm? Er war ganz gut. Ich habe mir einen Pony aus Diamanten gekauft, denn ich bin reich. Nur damit du es weißt. Okay, bis dann. Ich wusste hier immer so nah einfach. Oh, aus der Ferne die zu erledigen, das macht so viel Spaß. Ich kann mich gar nicht erinnern. Beschütze mich, Untertan! Egal, hau ich den. Wir haben den Zug, der durch der Dust fährt, gehijackt. Wenn alles gut geht, sollten wir Sanctuary innerhalb eines Tages erreichen. Hyperion hat keine Truppen von New York abgeholt. Und ein Sandsturm hat ihre nächste Grenzstadt bekommen. Willst du da wirklich stehen, Junge? Ich zermartere mir den Schädel, aber mir fällt einfach kein Name für das Diamantpony ein. Ich wollte es dir zu ihren Pissbirnen nennen, aber das ist irgendwie pubertär. Wie wär's mit Aschgaul? Nee, okay, das ist noch wieder. Ich glaube, ich denke noch etwas drüber nach.
Ich habe ein Munitionsproblem. Zumindest was diese Waffe. Okay, ich mal eben Waffe wechseln. So von Borderlands und so abstand, weil es sich wirklich sehr ähnlich ist. Von der Steuerung auch her. Das Nachladen ist auch ziemlich schwer bei der Waffe. Habt ihr irgendwie Loot für mich gehabt oder so? Ein bisschen Muni. Alter, hör auf zu schießen! Oh Mann! Ah. Sniper finde ich immer noch am besten bis jetzt. Oh. Alter, was ist denn hier los? Und öffne dich! Ich sollte was klarstellen. Das Diamantpferd, von dem ich dir erzählt habe, ist keine Skulptur oder sowas. Es ist ein lebendiges Pferd. Nur, dass es eben aus... weißt du was? Schnell! Arschgaul! Ich werde deine Haut! Ah, das Mädchen! Sag hallo! Arschgaul sagt hallo! Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich den noch nie angeschossen! Hätte ich Borderlands 2 doch mal weitergespielt, obwohl... Die Information hätte ich damals schon gehabt eigentlich. Ich hab's nur vergessen. Ich bin ein Biesemann! Ah, jetzt ergibt das Sinn! Zündet die Lunte, ihr Hunde! Boom! And his brother Boom! Jetzt kannst du rumpfen! Eine Granate, drücke R1, um eine Granate zu retten. Wo ist der Typ? Ah, brenne! Denn? Auf
die hast du in die Luft zu jagen. Ach so. Hier. Lass den. Das ist keine Granate, das ist Feuerwehr. Diese verdammten Explosionen von dem Typen nervt mich. Okay. Hyperion fragt, warum sterben, wenn man respawnen kann? Falsch. Ach ja. Das ist immer das Übel an diesem Spiel. Man stirbt viel zu schnell weg. Die ganzen kleinen Gegner haben mich auch sehr, 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 sehr gestört. Warum zeigt... Warum werde ich hier hingelockt? Wie finde das Audio-Log? Warum werde ich... Das ergibt keinen Sinn, aber auch okay. Zusammen. Wie geht's denn so? Hier ist Jack. Keiner beschwert sich. Was bedeutet das? Verzeihung, wie war noch Ihr Name? Pierce. Also, Miss Pierce, und bitte brechen Sie mir jetzt nicht das Herz und sagen, dass es Mrs. Pierce heißt. Dieser Zug gehört nicht Ihnen. Würden Sie sich bitte umdrehen und mich ansehen, meine Hübsche? Dieser Zug wurde rechtmäßig requiriert unter... Heilige Scheiße! Was ist denn mit Ihrem verfickten Gesicht passiert? Ich bin das nächste Mal, oder? Habe ich die falsche Mission ausgewählt? Ernsthaft? Ah. Schwierigkeit grad Level 5. Ich bin dafür noch ein bisschen zu schwach, kann das sein. Wehe, die sind beide wieder da. Ich hab Boom erledigt. Boom. Irgendeinen dieser Brüder. Wie soll ich denn jetzt da? Da sieht man noch Hyperion. Da hoch, ernsthaft. Okay. Ich finde es gut, dass es auch auf Deutsch gibt. Gab es damals ja auch, aber ist mir nie so aufgefallen, weil ich es kaum gespielt habe. Ja, es fängt mit der dicken Welle an. Ich bin schon da!
Mann! Nerven! Ja, ja, einen kleinen Moment. Facelock. Drücke L1, um einen Feind in einer anderen Dimension einzuschließen. Und wo er dich für kurze Zeit nicht angreifen kann. Einige Gegner können nicht gefacelockt werden und nehmen stattdessen sofort Schaden. So, dann gibt es die Verheerung, Harmonie und Bewegung. Au! Ich bin hier falsch! Weil ich seinen Bro erledigt hab, ist er nicht mehr da gewesen. Gut. Ich glaube, Handfeuerwaffe ist nicht mein Fall. Eigentlich. Wechsel ich wieder. Ich hab doch bestimmt wieder genug Munition. Hier habe ich ja wieder eine mit Explosionsschaden. Nein. Oh. Wie gesagt, ich bin Fan von Schnellfeuerwaffen. Ich habe Granaten mit Explosionsradius 1100. Ja, dann nehme ich doch die Granaten. Die machen wenigstens Schaden hier. Machen ja gar keinen Schaden. Das ist nur DLC-Kram. Komm jetzt, Handlanger! Oh, vielleicht haben die hier Loot. Schatzkiste. In Schatzkisten findest du die seltensten Beute. Die Farbe zeigt. Das da unten ist orange, sieht aus wie gelb. Farbe zeigt die Seltenheit eines Objektes an. Die Farbpalette von wie Sand am Meer bis zu unglaublich selten sieht so aus. Weiß, grün, blau, lila, orange. Das kennen wir auch eigentlich. Es ist wie in Destiny. Gleiche Farbreihenfolge. Ich glaube, die Entwickler von Destiny haben schon gedacht, so, ja, warum nicht, ne? Es, ja, machen wir mal so. Mehr Schild ist immer gut. Was haben wir hier? 20 Schild. Ladeverzögerung ist aber. Ach, ich wollte es eigentlich ausrüsten. Warte mal. So. Eine schwere Entscheidung. Ist wirklich. Hey!
verflixt und zugenähtes, versperrtes Tor. Oh, Idee. Untertan, an die Kanone. Schieß das Tor kaputt. Aber erst, wenn ich aus dem Weg bin. Verstanden? Wenn du das Tor jetzt kaputt schießt, könnte ich ernsthaft beschädigt werden. Also lass es. Ich stehe nur hier, um dir den Bereich zu zeigen, auf den du schießen sollst, wenn ich erst aus dem Weg gehe, was ich tun werde, sobald ich absolut überzeugt bin, dass du meine Anweisungen hast. Alter, geh jetzt aus dem Weg. Verstanden? Ich weiß, es ist etwas kompliziert, aber hör mir zu. Wenn es an der Zeit ist, mit der Kanone auf das Tor zu schießen, dann sage ich so etwas wie, los, schieß mit der Kanone auf das Tor. Aber das war nur ein Test. Du hast nicht geschossen, als ich es sagte, und es war gut so. Los, schieß mit der Kanone auf das Tor. Nochmal ein Test. Ich bin stolz auf dich, Untertan. Jetzt wird mir aber langweilig. Los, schieß endlich auf das dämliche Tor. Passiert noch nichts. Hallo. Benutze Kanone. Ah. Ach nein.